Die Regionalliga West. Alle Spiele nur bei Sport Total. Wird präsentiert von Schau ins Land Reisen. 14.04 Uhr und gleich sind wir soweit. Jetzt geht's los. Schalke wie gewohnt in Königsblau und in der ersten Hälfte von rechts nach links. Wenn ich es richtig gesehen habe aus meiner Position, war Keeper Justin Treichel da schon mehr oder weniger geschlagen. Auch das ein richtig guter Ball für Amadin. Nelson Amadin. Richtig guter Start hier. Die Mannschaft damals abstiegsgefährdet von seinem Vorgänger übernommen und hier richtig was aufgebaut. Währenddessen Gütersloh, Lennart Rolf, ganz viel Platz, Rolf! 0:1 durch Lennart Rolf. Erstes Saisontor für den Flügelstürmer des FC Gütersloh. Schalke hier richtig kalt erwischt. In der 7. Minute geht der Gast in Führung, genauso wie vor 2 Wochen der SV Lippstadt. Mal sehen, ob S04 heute auch so früh zurückschlagen kann. Van der Sloot, gute Flanke, Idrisi. Nächste gefährliche Aktion. Oh, Jakob Fimpel sich sehr gewundert hat, als er das gehört hat. Welche Formationen ihm da so angedichtet werden. Und wieder kommt Gütersloh, wieder mit Rolf. Und wieder ist der Ball drin, aber das Tor zählt nicht. Patrick Zwarzig scheint den Ball da an die Hand bekommen zu haben. Ja, nicht ungefährlich, was S04 da macht, aber schön befreit. Und Van der Sloot hat Platz. Sucht Pöppal. Lasogga, Amadin. Erster gefährlicher Abschluss von S04 seit der Anfangsphase. Ja, für mich sah das so aus, als wäre eine Hand von Pöppal im Spiel gewesen. Allerdings kein Freistoß und auch keine Proteste. Stattdessen Illich. Nächste richtig gute Gelegenheit. Und linke Seite immer wieder Lennart Rolf. Zwarzig. Boah. Da hat Schalke jetzt aber mächtig Glück. Gegen Müller. Versucht den Eckball rauszukriegen, aber kriegt er nicht. Und jetzt könnte es mal schnell gehen. Für S04. Gütersloh weit aufgerückt. Amadin. Hinten Winkler Sogga, macht's alleine, Amadin, da ist Lasogga, zweiter Ball, 1:1. Steht genau da, wo ein Knipser stehen muss. Pierre-Michel Lasogga, viertes Saisontor für den erfahrenen Stürmer, dem der Ball da genau für die Füße springt, aber das eben auch nur, weil er diesen weiten Weg mit aller Konsequenz mitgeht. Raoul. Kurz ausgeführt ist Raoul also. Caparros. Und die nächste Diskussion. Weil die Schalker da gerne eine Hand im Spiel gesehen hätten. Dann doch die Oberhand. Und Kontergelegenheit für S04. Pöppal gegen Schauerte. Das ist ein Generationenduell. Amadin. Van der Sloot macht wie immer mit. Und in der Mitte ist Joey Müller. Fünftes Saisontor für den zentralen Mittelfeldspieler der Schalker. Hat sich mittlerweile zum Topscorer gemausert. Hat da aber auch wahnsinnig viel Platz im Zentrum. Van der Sloot hat die Übersicht.
legt den Ball klug in den Rücken der Gütersloher Kette und Müller beweist Übersicht. Aber Gütersloh kommt und erzielt das 2:2. Richtig unaufmerksam. S04. Kann es gar nicht genau sagen, wo da jetzt genau der Fehler lag. Auf jeden Fall ein Riesenabstimmungsproblem in der Schalker Defensive. Treichel beteiligt, aber auch Boboy, glaube ich, beteiligt. Obst, guter Ballgewinn. Esko hat Platz. Markus Esko. Guter Abschluss vom Torschützen zum 2:2. Und ist alles offen hier im Parkstadion. Schalkes nächster Anlauf. Van der Sloot jetzt mal wieder vorne zu finden. Gerade noch gesagt, in Durchgang 2 nicht so offensiv unterwegs. Plötzlich taucht er da doch wieder im Strafraum auf. Steven van der Sloot auf die erste Aufbaulinie der Gütersloher. Sehr stark gemacht, Nico Buckmeier. Riesengelegenheit auf den Führungstreffer für den FC Gütersloh. Schnell geschaltet von Zwarzig. Okansi drückt Gießen weg. Okansi, Esko! Da war sie. Die Riesengelegenheit auf den vermeintlichen Siegtreffer für Markus Esko. Und da ist er noch drin. Da ist er doch drin. Patrick Zwarzig in der Nachspielzeit. Und ganz Gütersloh dreht durch. Hesse gleich den Vollsprint in Richtung seines Spielers angezogen. Richtig stark getretener Eckstoß. Und dann ist Patrick Zwarzig mit dem Kopf zur Stelle. Erzielt sein 6. Saisontor. Und es könnte wohl eins der wichtigsten gewesen sein. Anderslo, Treichel und jetzt ist es offiziell. Die Überraschung ist perfekt. Der Aufsteiger aus Gütersloh beendet diese wahnsinnige Erfolgsserie der Schalker Knappen. Und holt den Auswärtsdreier hier im Parkstadion. Ja, Leute, das Video muss jetzt fertig werden. Wie ist das jetzt hier? Was ist hier? Playlist. Ja, okay. Und hier unten? Abonnieren. Ja, war es das? Oder ist hier noch was? Letztes Video. Ja, sag ich ja. Alles gut.